Hallo liebe Gartenfreunde zu einem ganz kurzen Video als Ergänzung zu unserem Kiwi-Film. Heute bin ich bei meinem Gartennachbar Olaf zu Gast und heute geht es um die schon angekündigten Mini-Kiwis. Marcel hat es ja schon kurz angedeutet, das Problem bei Mini-Kiwis im Gewächshaus oder Folientunnel ist, dass die sehr, sehr schnell da Spinnmilben bekommen. Das hat man im Freiland nicht und deshalb schauen wir uns das heute hier an. Olaf, wie lange hast du diese Pflanze schon in deinem Garten stehen? Die steht jetzt im vierten Jahr hier. Ich weiß noch, letztes Jahr, da hattest du 5 oder 6 sogar gezählt. Ne? Ja, richtig. Kleine Kiwis. Und war ganz stolz, ja. Dieses Jahr 50, 60? Nee, mehr, viel mehr. Also es ist bestimmt über 300 insgesamt. Okay, also schon enorme Steigerung. Mhm. Du hast irgendwas daran gemacht, dass der jetzt anfängt zu fruchten. Nein, nein, das ist einfach so. Das kommt dann von alleine. Und ihr seht hier, da hängt jetzt nicht mehr so viel dran. Du hast schon, also ich glaube schon 80% davon runtergeerntet. Genau, ja. Und ja, also die eigentlichen Pflegetipps zu den Kiwis, die seht ihr ja in dem Hauptvideo, das verlinke ich euch natürlich mal. Wir wollten das eigentlich nochmal zeigen. Ich würde sagen, wir probieren die jetzt mal, weil ich war ja eben schon mal dran. Ganz schwer zu beschreiben, warte mal. Ja. Genau, die kann man ja so einfach naschen, ne? Vom Strauch. Genau, die Schale ist glatt, ja. Im Gegensatz zu den normalen Kiwis. Die ist essbar, mitessbar, ja. Und also keine feinen Härchen, die man da im Mund hat. Es hat ein bisschen was von der Kiwi. Marginal. Etwas süßlicher, würde ich sagen. Etwas Stachelbeeriges da drin. Ja. Also aber schon sehr, sehr süß, ne? Mhm. Und jetzt haben wir ja schon fast Ende Oktober. Die sind jetzt schon sehr reif. Ja. Das ist aber auch so die perfekte Fruchtreife dafür. Früher, also unreif, würde ich die auch nicht ernten. Da sind die auch ziemlich hart. Das merkt man auch. Und die schmecken auch nicht. Es sei denn, man wohnt in einem Gebiet, wo die Fröste sehr früh kommen, dann ernten und nachreifen lassen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, die am Strauch oder an der Pflanze, dann sollte man das auch machen. Mhm. Es wird mit diesem extrem, ja, süßen, fruchtigen Aroma belohnt. Eine Sache muss man auf jeden Fall beachten. Ja. Also erstmal zum Standort. Ihr seht, da ist eine riesige Fichte. Die Pflanze steht schon nicht in der vollen Sonne. Und das ist auch eine, da werde ich auch immer nachgefragt, ob es irgendwelche Nutzpflanzen gibt, die nicht in die pralle Sonne müssen. Ja. Und das müssen die meisten ja. Mini-Kiwis sind eine davon. Das funktioniert hier wunderbar. Ich würde sagen Halbschatten. Ja, doch. Also, Halbschatten, ja. Gut, vormittags haben die von hier auch Sonne, aber nicht den ganzen Tag. Nicht den ganzen Tag, ja. Es sind ja noch Bäume, die sieht man jetzt nicht in diese Richtung. Und ganz wichtig ist auch, Kiwis sind Rankpflanzen, auch Mini-Kiwis. Und die brauchen natürlich dann auch irgendwas zum Hochranken. Du hast hier so ein kleines Holzgitter und das Vogelhäuschen. Inzwischen ranken die auch in den Baum rein. Es wird ja noch in der Gartenoase zusammen mit dem Marcel ein richtiges Video geben, wo ihr sehen könnt, wie man Kiwis richtig schneidet. Olaf wird das in diesem Jahr zum ersten Mal schneiden, nach dem Blattfall. Früher würde ich nicht sagen, sonst würden die ausbluten, ja, also relativ spät. Also was man kann es ja im Frühjahr machen oder im späten Herbst. Im späten Herbst. Der Marcel macht es eher im Frühjahr oder im Winter noch in den Gewächshäusern. So, ihr seht, das wächst schon ziemlich weit hoch hier bis hoch in den Baum. Da kommen mir Tannenzapfen entgegen. Wie weit schneidest du die denn jetzt zurück? Na doch, ziemlich stark. Also bis auf Höhe hier etwa muss ich die zurückschneiden. Weil die sind wirklich die Triebe, wie man sie jetzt sieht, mindestens 4 Meter lang. Das ist schon zu viel. Was man versuchen könnte, wären Stecklinge machen, ne? Ja, klar. So, Olaf, eine Frage noch. Düngst du deine Pflanze? Ich dünge die, ja, aber nicht so viel. Ich tue im Frühjahr ein bisschen Kompost, ja, um den Stamm rum, ein bisschen einarbeiten und das war es eigentlich schon. Und dass es auch reicht, das sieht man ja, ne? Genau. Ja. Okay, soweit zu unserem kleinen Ergänzungsvideo zu den Kiwis. Ihr hattet danach gefragt. Hier mal eine Mini-Kiwi, geschmacklich auf jeden Fall top. Und so ein Tipp für Stellen, wo man vielleicht nicht genügend Sonne hat. Man kann was beranken damit, wie bei den normalen Kiwis, eine Pergola und so. Und wie frostfest die einzelnen Sorten sind, das müsst ihr dann jeweils erfragen oder nachlesen. Mhm.
Denn ich denke, wir hier im Rheinland haben mit Frost ja nicht mehr so das große Problem. Ja, aber ich denke, die Leute in Bayern oder... Ja, schon eher. Ne? Dann schon eher. Heißt aber auch die Bayern-Kiwi manchmal. So richtig, ja, genau. Wohl nicht jede Mini-Kiwi-Sorte. Es gibt verschiedene Sorten, aber die Bayern-Kiwi ist die wichtigste. Oder die am die muss da ja wohl auch wachsen, ne? Genau. Bayern. Okay, das war's mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.